Servus Leute, Geo Kalle hier und heute mit dabei. Wer bist du denn? Ja, wer bist du denn, ne, Kollege? Wie heißt du denn, ne? Nein, keiner Spaß, heute mit dabei wie immer. Kumar Trub. Servus. Servus. Und wir sind heute in Prag. Beim Mega-Event. Cool. Und wo machen wir als erstes hin? Welche Dose kommt heute als erstes? Die in der Möwe da drüben drin. Eine Möwe ist falsch. Eine Möwe ist falsch, ja, nein, das ist... Nee, wir müssen eigentlich noch weiter auf die Insel und da ist dann die erste Dose für heute. Genau, und da machen wir jetzt hin. Und wir haben es geschafft, da drüben standen wir gerade. Mit dem beherzten Sprung schafft man das auch. Würde ich sagen. Und die erste Dose liegt entweder da hinten, denn es ist nämlich Mega-Event und Mega-Event heißt immer, man ist nicht allein. Richtig. Ich gucke jetzt mal aufs Oregon und es geht 40 Meter genau in diese Richtung. Schauen wir mal, wie die so drauf sind, oder? Ja. Können wir auch gleich mitlocken. Servus. Wenn ihr das so sehr möchtet. Gerne, klar. Das ist lustig. Wir müssen Fernsehen. Ja. YouTube. Wir warten. Zeit zum Laden. Dose gefunden, verstecken. Wo lag der? Wo lag der Cash? Fertig. Ja, wo lag der? Der Bank. Ist der magnetisch? Ja, also. Theoretisch magnetisch. Praktisch hält er nirgends. Gut, das war jetzt lustig nochmal mit der Dose. Die hat nirgends gehalten, aber der Kuma hat das souverän gerettet. Und die Dose hängt. Und ihr habt es gemerkt, die Kescher sind echt scheue Kreaturen. Ja. Und der Wind geht ganz schön hier. Meine Haare. Deine Ohr. Naja, sieht doch gut aus, oder? Ja, klar, es sieht immer gut aus. Prag 14 Uhr, Frisur hält nicht. Auf zum nächsten. Und die nächste Dose, wie kann es anders sein? Ich habe kurz aufs Navi geschaut, aber da vorne sind auch schon wieder die nächsten Kescher. Schnell, die verstecken den wieder. Sonst müssen wir so lange suchen. Schon gefunden? Ja. Ah, okay. Ich glaube, die wollten jetzt nicht gefilmt werden und konnten auch kein Deutsch. Egal. Wir haben ja gesehen, wo er war. Da. Fall nicht rein, Kuma. Fall nicht rein! Knapp. Das war echt knapp. Ja. Aber so einen ähnlichen habe ich auch. Bloß da hängt bloß keine Dose unten dran. Aber ein Metall unter einem Baum. Nicht lang schnacken, Dose in den Nacken. Auf dein Bein. Auf deinem Bein, bitte. Mal vorsichtig, das ist eine neue Hose. Wir sind richtig gut an der Geocache. Ah, okay. Yes. Yeah. Für Geocache und Doku-Channel on YouTube. Ja. Yeah. Names Geo Kalle. Huh? German. From Germany? Germany, yes. Hello. Yes. Hello. You too? Yeah, thank you. Okay. Okay, und wir gehen jetzt weiter zum nächsten. Magnet. Bye-bye. Bye. Die waren mal extrem geschmeidig drauf, oder? Ja, Englisch haben sie gesprochen. Das ist egal, aber geschmeidig drauf. Die waren nicht kamerascheu. Ja. Auf jeden Fall warten jetzt bestimmt unsere Kumpels mit Mitfahrgelegenheit, denn wir sind nicht allein hier. Richtig. Kann man verraten, oder? Wir sind nur mitgefahren, es war echt eng. Es war... Du warst ja auch auf dem billigsten Platz. Es war total eng. Ich saß ganz hinten, in einem Nissan Qashqai, ganz hinten auf dem Notsitz. Die Ohren zwischen meinen Beinen, es war nicht schön, aber es war trotzdem eine coole Fahrt hierher. Ja. Viel Spaß, viel gelacht. Und jetzt geht es langsam mal Richtung Mega-Event. Die sind noch beim Woodcoin-Tausch-Event. Ich habe meine zum Tauschen leider vergessen. Wir sind jetzt beim inoffiziellen Woodcoin-Tausch-Event. Genau. Hat mit dem Giga-Event nichts zu tun. Und guck mal, wie viele Leute da hier kommen. Guckt euch das mal an. Ja, es sind schon einige, ne? Obwohl es keinen Punkt gibt. Es gibt keinen Punkt, hier ist nichts gelistet. Die Koordinaten, die wurden bei Facebook veröffentlicht, es gibt nichts. Das ist echt merkwürdig hier. Gehen wir mal. Nicht so alles machen, ne? Gehen wir mal hin, wa? Ja. Oh, nur mal kurz, gibt ja keinen Punkt. Okay, lohnt sich nicht. Richtig. Nur mal vorbeigehen, ich habe meine Coins sowieso vergessen, leider. Wir sind beim nächsten Cache angelangt. Ja, nach dem keine ruhige Minute hier in Prag. Ne? Nee, war wie beim Woodcoin-Event. Also man denkt, das Woodcoin-Event ist hier, aber es ist nicht hier. Es ist echt viel los.
Hint sagt auf Englisch behind the train pipe. Da vorne ist ein Dach drin. Da guck mal, pirscht sich jetzt mal an. Mal gucken, ob er ihn findet. Ja, hat ihn. Unauffällig zugreifen. Wenn man bedenkt, dass das doch nicht alles Kescher sind. Na, zeig mal deinen Fund. Spitze. Mal noch irgendwie stempel ich mich jetzt hier mal in das volle Logbuch ein. Mal ganz zärtlich. Oh, ganz zärtlich. Wirklich schön. Ich gebe mal Rückendeckung, ne? Im wahrsten Worte des Sinnes. Hast du? Passt. Meine Mütze ist cool, ne? Die ist so zärtlich, oder? Ha! Geil! Jetzt unauffällig oder verstecken, das ist auch immer die hohe Kunst des Geocachens. Unauffälliges Verstecken. Manchmal geht's ja unauffällig, ne? Und manchmal geht's auch überhaupt nicht. Manchmal geht's auch einfach nur im Blick des Chinesen. Passt. Das ist genau so, wie ich ihn vorgefunden habe. Sehr gut, auf zum nächsten. Und ja, das ist jetzt das Mega, ne? Mega? Mega? Mega-Event. Und wir haben im Park was gefunden, das ist echt herzallerliebst. Guck mal hier. Es ist zwar eine Brücke. Das ist cool, oder? Allerdings ist es eine feste Brücke und die wird auch nicht einstürzen, weil es ist nur ein ganz kurzes Geländer. Und eigentlich, das müsste man eigentlich auch mal machen, oder? Was jetzt? Das ist so ein Schloss. Oh, das wäre voll, das wäre komisch, nein. Ich hätte ja gedacht, cash-technisch, aber die Idee gibt es ja schon in Nürnberg. Und da findest du nämlich, da musst du zwei Schlösser finden. Auf dem einen Schloss stehen Nordkoordinate und auf dem anderen die Ostkoordinate. Und in Köln? Ich hatte Glück, ich habe nur eine Stunde lang gesucht. In Köln gibt es dasselbe nochmal, bloß da ist die Dose direkt dran. Also eine riesengroße Dose hier, vielleicht so mal so. Das ist ja langweilig. Und da hast du oben die Räder zum Drehen. Billig. Da musst du, da stehst du aber echt lange da. Ja, das sind billig. Wir laufen jetzt auf die Karlsbrücke hoch und haben uns jetzt spontan dazu entschieden, den virtuellen noch mitzulocken. Ne? Riechst du das? Oh, Esskastanien. Ja, ja, ja. Hab ich auch schon lange nicht mehr gehabt. Hol doch welche. Nee. Irgendwo da vorne ist der virtuelle. Ja. Da muss halt irgendein Hund irgendwie an den Hintern greifen, habe ich gehört. Ne? Stimmt das? Ja, muss. Stimmt das? Müssen wir das an den Hintern greifen? Ja. Aber nur im echten, da muss noch warm sein. Oh. Vorne stehen wir dann wieder an. Nur für so einen kurzen Shot. Aber ich gebe es zu, wir waren schon mal da. Ja. Deshalb weiß ich auch das mit dem Hund. War doch ein Hund, ne? Ja. Gut. So, wir sind angekommen. Die stehen auch echt an hier, aber nicht am Hund. Der Hund ist quasi frei. Ja. Ja. Ich kann den Hund jetzt quasi an den Hintern greifen. Das ziehe ich jetzt durch. Schwitzt du schon? Komm mit. Das war cool. Hatten wir schon mal, ne? Und wie fühlst du dich jetzt? Seelisch befreit? Nein, aber etwas befleckt. Man sollte das Listing auch vorher lesen. Das Mega geht erst um 5 los. Das da heißt, ist natürlich schon dunkel. In einer Stunde. Jetzt müssen wir die Zeit irgendwie so noch vertreiben. Kriegen wir aber hin, oder? Ja. Kriegen wir hin. Wir sind mittlerweile bei der nächsten Dose. 27 Meter auf dieser Straßenseite. Und irgendwo eine Informationstafel, wo wir an der rechten Seite fündig werden. Oh, das sieht nicht gut aus. Guck mal da hinten. Die Dinger. Die Holzkästen mit dem Glas. Ich denke, die sind das. Hey. Fund. Denke ich. Jetzt bin ich dran. Hört ihr das? Deckel ist weg. Yippie! Das war mal ein sanfter Lock. Ja, da war mal sanft. Jetzt der Puma. Und jetzt muss ich das Ding wieder verstecken.
ganz unauffällig. Steckt's. Auf zum nächsten. Es geht zur letzten Dose vorm Mega-Event. Denn es wird schon dunkel. Ja. 45 Meter. Hier ist ja einiges los. Guckt euch das mal an hier, was hier los ist. Also ich würde mal sagen, hinten an dem Schild, da ist, denke ich, die Dose. Würde ich auch sagen, ja. Hier unten findet gerade eine Raubtierfütterung statt, hinter dir. Keine Ahnung, wo da jetzt ist. Das ist doch mein Herzallerliebst, oder? Hier ist was los, ey. Alter Schwede. Jetzt ein Kommentar darauf. Eins ist die Dose. Ich hatte jetzt was Produktives erwartet, aber... Die Möbel ist cool. So, also den Tradi haben wir jetzt abgebrochen, weil immer mehr Muggel, immer mehr Schwäne und Möwen. Aber wir sind jetzt am Mega-Event. Es füllt sich so langsam, ne? Wie man hier sieht. Auch wenn wir noch eine halbe Stunde haben. Ja. Und wir haben auch schon mal ein bisschen rumgeguckt. Da vorne werden jetzt Labcaches aufgebaut und da gehen wir jetzt auch schon hin. Richtig. Ja. Gucken wir mal, was hier links steht. Also wir haben jetzt erstmal ein Softbuch gefunden. Haben wir im Kasten, können wir auch wieder heimfahren. Das Problem ist nur unsere Fahrgemeinschaft. Ne? Und wir wollen dann dort die Labcaches alle haben. Die Labcaches, die müssen heute noch mit. Irgendwie. Okay Leute, Mega-Event war auf jeden Fall sehr geil. Ja. Jetzt ist vorbei, es ist dunkel und wir machen jetzt langsam auch wieder nach Hause. Ne? In Heimat, ja. Weil um 9 Uhr werden hier in Tschechien die Schranken geschlossen. Muss man schon dann daheim sein. Bürgersteig hochgeklappt, dann ist Ruhe. Ne? Ja. Auf jeden Fall, danke fürs Zugucken. Lasst einen Daumen da oder ein Abo. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Okay Leute, wir sind jetzt am Auto von unserer Mitfahrgelegenheit. Leider kommen die ewig nicht. Nee, die kommen nicht. Wir warten hier und keine Ahnung, wo die sind. Also da sind sie nicht, da sind sie nicht und da sind sie auch nicht. Ja, warten wir halt mal. So, jetzt stehen wir schon wieder 5 Minuten hier. Es tut sich einfach nur nichts. Es tut sich doch was. Es tut sich doch was. Endlich, sag doch mal da. Wo war denn ihr? YouTube oder was? Ja, wo war denn ihr? Ich muss die Mülltonne noch aufleeren. Geht's jetzt los? Ja. Du bist unsere Fahrerin. Du hältst ihn rein. Nein, er ist jetzt dran. Ich zeige euch jetzt mal, wo ich saß. Das war mein Reich. Da saß ich. Aber da sitzt jetzt der Kuma. Rein. 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 Ich habe den Platz verschafft. Rein. Kollege? Ich habe ihm den Platz verschafft in dem Auto und jetzt lässt er mich hier rein. Sprech mal ein Machtwort als Fahrerin, komm. Guck mal hin rein, Geo-Kalle. Links hinten. Und vorne rechts. Ich fahre. Genau, und du fährst. Ich will auch vorne links. Oh, das ist ja gut. Geht's hinten? Hä? Geht's? Einmal. Warte. Besser? Einwandfrei. Können wir jetzt starten, oder? Ja. Das ist sehr gut. Hier dann ab nach Hause. Kommt was. Kommt was? Habt ihr irgendeine Türe auf? Nee, aber das Fenster. Nee. Du musst die Kamera mal richtig anpassen, damit die irgendwie hoch ist. Das kannst du gleich so halten. Du brauchst du keinen Selbststick. Hm? Nur, dass wir das mal so geklärt haben.